So, da sind wir wieder nach dem Fail-Part von gerade eben bei mir und einen Tag vorher bei euch oder wie auch immer. Machen wir jetzt einfach den nächsten Part und ja, Lich King Hokage, Hokage mit Chakram und okay, ja, er hat keine Health Bar, also er sieht sie nicht, das ist natürlich ungünstig. Gut, ein fluchender Ninja ist Hokage, wie auch immer, ist mir lieber, vor allem weil er auch den Dagger hat, den werde ich zwar wahrscheinlich nicht so sehr benutzen, aber ich habe ihn zur Verfügung, ja. Das darf man nicht vernachlässigen, so. Und das heißt, ich throw einfach mal ein bisschen random Daggers und dann gehe ich hier rein. Und das ist einfach ganz einfach hier. Ich hätte mal Bock, wieder so einen Spell Thief zu spielen. Der hat nämlich Laune gemacht, muss man sagen. Also Spell Thief könnte definitiv eine spannende Klasse sein. Ja, sicherlich. Also ich will ja jetzt nicht unbedingt fortsetzen, was ich gerade eben schon hatte. Und deswegen werde ich jetzt meine Leben voll auffüllen und in den nächsten zwei Räumen keinen Schaden mehr nehmen. Genau, also noch der Raum. Also ich habe zwar schon gesehen, dass es kein wirklicher Gegner ist, aber ich bin lieber dreimal vorsichtig. So, also den Raum muss ich jetzt noch hier keinen Schaden nehmen, ne? Noch den nächsten, dann kann ich meinetwegen so richtig Schaden nehmen. Okay. Ich dachte, das Bild greift mich an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich darf keinen Schaden nehmen. Ey, ich habe doch gar nicht nach unten gedrückt. Was sollen die Verarsche? Also das ist wirklich der Nachteil, wenn ihr dieses nach unten droppen benutzt. Wenn ihr einmal einen Fehler macht, im Sinne von ihr haut einmal auf die falsche Taste oder drückt einmal versehentlich auf euren POV nach unten oder diagonal nach unten, dann gilt das auch als nach unten. Und das war schlecht gelöst. Im Sinne von nicht gelöst. Ja, das fängt ja schon wieder gut an hier. Also ich weiß nicht. Wir versuchen einfach, es möglich so aussehen zu lassen, als wäre der Part erst hier begonnen und ich darf keinen Schaden nehmen. Das war so erbärmlich. Wisst ihr, ich bin da runtergelaufen von der Kante und dann gesprungen. Ich hätte es locker geschafft. Oh mein Gott. Der Part beginnt schon wieder so schlecht. So schlecht. Komm schon, wenn man wenigstens den Boss besiegen könnte, das finde ich ja gut, aber kann man ja nicht. Einmal besiegt, immer für immer besiegt. Anscheinend ist es so. Ich habe mich da jetzt nicht informiert, also ihr braucht es auch nicht unbedingt zu spoilern. Falls ihr das schon geschafft habt, ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder außer mir dieses Spiel schon durchgespielt hat. So viel Unglück und Unskill, wie ich hier in dem LP langsam finde. Ja, wie dem auch sei. Das mit den zwei Räumen hat sich dann wohl geklärt. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt überall Schaden nehmen darf, ne? Also. Ja, ich darf Geld einsammeln. Das darf ich tatsächlich. Danke sehr, mein Freund. Danke sehr. Also eine Fairy Chest haben wir schön gefailt. Und wirklich, also da freuen wir uns. Selbstverständlich, wenn es eine der einfachsten Fairy Chests ist, die man eigentlich 100% haben muss. Wenn man da failt, das ist immer erfrischend, ja, also wirklich erfrischend. Ja. Hey, hey, hey. Jetzt war ich bei dem Feuermagier schon wieder geistig und dann schaue ich nicht auf diesen Spacken, der mich ja anschießt mit seiner blöden Lanze. Wieso kann der auch übertrieben schnell mit seiner Lanze so schlagen, dass mich eine Luftböe und zwar eine so dermaßen scharfe erreicht, dass ich da hier die Mega Mords Damage nehme. Okay, sehr gut. Ja, das war hier close range oder so. Ach nee, schon wieder der gleiche Fehler, Mann. Genauso der, wie es jetzt ein Fehler ist, hier reinzugehen. Aber da ist so eine einfache Chest, die hole ich mir. Ja, die Chest war einfach, tatsächlich. Also so viel kann ich dann doch abschätzen. Schauen wir mal nach rechts. Die Chest ist nicht einfach. Vor allem wäre ich da jetzt noch eine halbe Sekunde länger drin gewesen, hätte mich dieses Raketending abgeschossen. Und deswegen suchen wir uns den Wald, weil der Wald ist schön chillig, da geht alles los und ja. Okay, der Raum ist gespiegelt. Einigermaßen. Sehr gut. Und Money. Jawohl, geht doch voran. 2900, damit kann man sich schon wieder ein bisschen was leisten. Ist noch nicht so wirklich gut für unsere Verhältnisse, aber
Es geht. Es geht. Okay, so. Weiter geht's. Zombie down. Die hässlichen Augen auch schon wieder am Start. Okay, jetzt komme ich vielleicht wieder langsam rein. Was war das? Ins Spiel. Wäre selbstverständlich wünschenswert, ne? Okay, sehr gut. Ja, dann können wir jetzt wieder ein bisschen was abstauben und ich will echt diesen Waldboss da besiegen, oder wenn man das so nennen kann. Ja, Abkhazia Forest, glaube ich. Abkhazia Wald. Und der, ich weiß gar nicht, ich will ihn euch wenigstens mal zeigen hier, aber so weit kommt es ja nicht. Merken, Brunnen, Brunnen. Oh Gott, oh Gott. Knapp, knapp, knapp. So, wir deckern die jetzt einfach, ne? Ah, ne, den brauche ich gar nicht zu deckern. Reicht das? Hat es den getötet? Nee, niemals, haben wir schon gedacht. Wäre ja auch ein bisschen verwunderlich. Oh mein Gott. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Fluchen wir doch gleich mal als Ninja, ne? Ich hab den doch gesehen. Wieso gehe ich da rein? Achso, da habe ich ja wohl alle fertig gemacht da, ne? Also, ne? So dumm. Okay, hier ist der Wald. Und wie ich ja schon bereits einmal festgestellt habe, lasst am besten diesen Typen, ihr wisst schon, den mit der Morgenstern, lasst seinen Morgenstern am besten in Terra zerstören, also zu, keine Ahnung, kaputt gehen, weil dort ist nämlich, da geht er einfach, verschwindet er. Ach nö, bitte nicht. Ach nö, das war unnötig, das war einfach nur unnötig. So, mein Freund, ja? Gibt zwar auch ordentlich Loot, das Viech, aber das ist es nicht wert. Weil die sind einfach so lästig, diese blöden Skellies. Und aber es sieht trotzdem ganz gut aus, muss ich sagen. Und man kriegt echt Futter immer, wenn man es nicht braucht, ja? Also, sagen wir mal, mehr... Eher, wenn man es nicht braucht. Ey, Don Corleone, wie wäre es, wenn du einfach mal still bist und nicht die ganze Zeit irgendwelche Spells castest, ja? Also finde ich ja gar nicht gut. So, hier ist wieder mal so ein Minigang, den wir nicht benutzen können. Danke sehr. Danke, Spiel. Wir sind mal wieder nicht Dwarf. Und wenn wir dann Dwarf sind, finden wir nichts. Und hier, tief im Wald, gibt es den 20. Eintrag, der vollkommen irrelevant ist, weil er keinen interessiert. Aber ich sammle die, weißt du, wie in so ein Sticker-Album klatscht man die einfach rein und dann kann man die Freunden zeigen und so, ist wirklich schön, ja. Ja, wirklich. Wie in den alten Zeit, hier schon wieder irgendwie so ein, ja, wieder so eine Geschichte. Wirklich, wir können fast schon so ein Märchenbuch aufmachen und nein. Manchmal denke ich mir, das ist jetzt aber gut gelaufen und das ist schlecht gelaufen. Also manchmal denkt man sich, dann hat man Skill und dann hat man irgendwie eine schlechte Passage und dann fühlt man sich ziemlich schlecht, weil man weiß, dass man bessere... Okay. Genau, das meinte ich mit schlecht. Ja. Oh, da ist Santa Claus, ja, yeah, mit Rudolf, mit der roten Nase und so weiter. Und da ist ein Blueprint. Silver Chestplate. So, jetzt haben wir aber die komplette Rüstung, also Silver, alles. Und zwar ganz sicher. Ja, genau. Also machen wir es uns einfach. Genau, Pferdchen. Da bist du, da ist ein Ende gefunden. Oh, 5000 Gold schon, ganz gut. Ganz gut, sieht man gerne. Also im Wald ist es wirklich ertragreich, sag ich mal. Hey, wo ist denn was mit deinem Aiming los, mein Freund, ja? Also das muss ja besser gehen. Der Typ, das ist so lästig, die Viecher. Das ist unglaublich. Das glaubt mir keiner, aber die sind einfach nur lästig. Und neue Blueprints. Sagesort, das hört sich an wie ein episches. Vielleicht ist es eins der super duper Mega-Waffen. Und die geht natürlich hier mega ab, ne?
Aber keine Sorge, ich weiß natürlich, wie man damit zurechtkommt mit dem Vieh. Ich weiß ja, wie man mit dem Vieh zurechtkommt. Nicht. Mann, Meter, ich würde gerne fighten, aber vielleicht auch später. Ich heile mich kurz in unserem Castle hoch und dann gehe ich hier hin und fighte den Boss. Ja, es wird Zeit, ihr wollt bestimmt auch mal wieder hier ein bisschen was sehen. Und zwar nicht, wie ich Schaden nehme. Ich hasse euch, Viecher. Die Elenden. Okay, gibt aber gut Leben, merkwürdigerweise. Also, wieso kriege ich hier 5 HP? Böses Bild. Ach so, so geht das jetzt plötzlich, ne? Nö. Also das ist mir dann, da bin ich zu fresh für, ne? Da will ich einfach nicht hin. Anstatt... Wow, wow, wow. Knapp, aber wir sind wieder voll. Wisst ihr, was das bedeutet? Hey, hier ist ja nochmal ein Geldraum, finde ich gut. Ja, dann werden wir uns jetzt wohl mit dem Boss auseinandersetzen. Und das bedeutet vermutlich unseren Tod, aber Leute, ist mir jetzt egal. Mir kann... Och, nö, komm. Okay, keinen Schaden jetzt nehmen. Das wäre einfach... Einfach nur eine Verschwendung. Das wäre einfach nur eine Verschwendung. Das will keiner und deswegen schaffen wir es jetzt einfach. Okay. So, dann gehen wir mal zurück. Bin ich jetzt zurück? Keine Ahnung. Weiß ich selber nicht. Ja, gut. Ich bin an den gleichen Teleporter zurückgegangen. Und wir gehen natürlich zu dem Boss Room Teleporter. Und so, wir sind am Abkazia-Wald. Und Leute, es wird Zeit für den nächsten Boss. Der Hokage hat lang genug überlebt, dass ich sagen kann, du warst ein guter Hokage. Kämpfe gegen diesen Bösen. Oh. Der sieht aber nicht sehr freundlich aus. Hey, der spawnt ja Minions. Das ist aber freundlich von ihm. Da können wir uns nämlich dann hochheilen. Oh oh, seine Special Attack. Also ich muss die Viecher gleich ownen. Sonst habe ich Stress mit denen gleich. Volle Leben, hey, ganz nice hier. Vielleicht klappt es ja sogar, wa? Wer weiß. Alexander the Fallen. Ein würdiger Endboss oder nicht? Alexander, mein Freund, du bist doch aus Moss. Och man, das lief so gut. Schaut euch das mal an hier, der Run war voll perfekt. Wir können ihn also besiegen. So, das ist gut zu wissen, Leute. Das heißt, wir machen uns jetzt immer auf und kämpfen jetzt immer gegen diesen Boss. Das wolltet ihr sowieso hören, also... Wir kämpfen jetzt immer gegen den. Sobald ich in den Raum komme und ich habe volle Leben und volle Mana, kämpfe ich gegen den. So. No Footpulse, das ist gut. Conflux, okay. Und das ist der Hokage. Und ja, was wollen wir denn noch mehr? Assassine mit EDS. Nein, der ist weitsichtig. Ich weiß gar nicht, passt hier noch im Run rein? Kein Plan. Egal, wir nehmen einfach den Hokage nochmal und ihr seht bei mir nur Hokage, ich weiß. Es tut mir leid, Freunde. Es tut mir leid. Kann ich nicht den Ding skillen, den Dingeling und Ding Dong Dong? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich würde schon fast gerne das mal, würde ich schon fast gerne mal machen. Naja. Vielleicht kommt da einfach noch ein weiterer Ding dazu, so ein weiterer Hero. Dann kann man zwischen 4 sich entscheiden. Das wäre natürlich cool. Wer weiß, vielleicht sollte ich das skillen. Aber nö, keine Lust. Also wir skillen jetzt wirklich Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Und jetzt noch Leben. Und mit 400 kommen wir eh nicht weiter. Also ihr seht, wir skillen jetzt hier voll auf Schaden. Einfach nur, damit wir alles one-hitten und diesen
Alexander töten können, oder? Hieß er nicht so? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Frag mich doch nicht so merkwürdige Sachen, Mann. Aber ihr seht ihr, ich war wirklich schon gespannt, ob wir hier den wirklich besiegen können. Und es war wirklich anscheinend schon an der Zeit, ja, für uns diesen Boy zu widmen. Kein Problem. Wir warten noch mal kurz. Oh Mann, du warst aber echt an der falschen Stelle, zur falschen Zeit, ja? Das hasse ich an den blöden Viechern. Die müssen sich ja ständig bewegen, ja? Anstatt dass sie einfach sich dem Schicksal ergeben, wollen sie nicht sterben, ja? Da tun die sich einfach... Nee, finde ich gar nicht gut. Finde ich einfach... Oh mein Gott! Okay, so machen wir das. One by one, mein Freund. Ja, und was machst du jetzt, hä? Was machst du? Was machst du, hä? Nix mehr, ne? Hast du wohl verloren, hä? Ja, da werde ich lange drin bleiben. Einfach, da muss man Reflexe haben. Und, oh mein Gott, der dreht sich um. Ja, besten Dank, aber wirklich krasse Scheiße. Wir machen ja mittlerweile einen Schaden des Todes sozusagen. Funktioniert. Funktioniert alles. Okay, und da schon wieder eine Chest mehr und es läuft langsam. Wir sind drinnen schon. In Rogue Legacy. Einfach im Feeling des Rogue Legacy. Keine Ahnung, ist meine zweite Aufnahme. Oh, Take No Damage, das ist die. Ja, die ist natürlich immer freundlich. Also die haben wir noch nie gemacht. Oh mein Gott, wir haben nur Footpulse. Das ist so geil. Oh mein Gott, wir hätten den 100 Pro nicht geschafft. Mit, hätten wir es nicht. Retaliation? Ich weiß gar nicht, was das Ding bringt. Was ist denn das? Hä? Okay. Also, wirklich, wir hätten das 100 Pro nicht geschafft ohne noch Footpulse. Aber das war ja mein Kinderspiel. Danke sehr. Retaliation, ich habe keinen Plan, was das Ding bringt. Ist wahrscheinlich irgend so eine unnötige Rune. Oder ist vielleicht auch die beste. Ach, wir haben ja nur Footpulse. Das ist so chillig, ey. Ernsthaft, das ist eine geile Fähigkeit. Ohne Witz. Das ist natürlich gut zu wissen, dass wir das jetzt haben, ne? Und, ja, Mana sollten wir eventuell auch upgraden. Ich benutze zwar Spells nicht so wirklich, aber zack. Ja, das war jetzt wohl wieder mal die falsche Taste. Ich wollte mich nämlich eigentlich blinken. Okay, merken, rechts. Hey, cool, die Dinger. Ja? Machen die mir auch Schaden oder so? Das ist schon ein starker Zauber, würde ich ihn einschätzen. Mana recovered, sehr gut. Ja, die Balance Rune ist natürlich einfach ein mega Mörder, ne? Also, sozusagen. Nein! Ach, Mist, da habe ich wieder diesen Attack-Timer. Ah, macht nichts. Wir haben ja genug Rüstung von der Ranger-Suit und es ist wirklich besser. Nehmt euch lieber Balance Runen mit, also wenn ihr jetzt natürlich nicht auf Bounty geht. Und viel Rüstung mit Leben. Das ist... Es ist einfach besser. Also, um Bosse zu besiegen, alle Male. Ja, okay, habe ich es doch noch geschafft. Es gibt schon wieder Sprint-Rune für die Bracers. Ja, umso mehr wir Auswahl haben, umso besser. Aber ich werde mir sowieso keine Runen kaufen, weil die sind sauteuer. Also, beziehungsweise, ich will mir das Geld dann für wirklich... für Runen ausgeben. Die es auch wert sind. Ja, und das ist mir zu blöd. Ich suche lieber den Wald. Okay, merkwürdige Geräusche, wie auch immer. Wir wollen hier runter. Wir haben no Footpulse. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ja, so sieht's aus. Und hier geht's weiter. Oh mein Gott, diese Viecher und oh mein Gott, ich werde von allen Seiten belagert. Oh mein Gott, da, ja, ja, das heilige Spaghetti-Monster. So. Okay, danke für dieses Geld. Danke, danke. Unbelievable. Bitte, 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 nimm nicht so viele Schaden, mein Freund. Ich weiß doch ganz genau, du kannst besser, meine Hokage.
Manu macht alles One Hit. Ja, ist aber nicht verwunderlich, nachdem wir so viel Damage geskillt haben. Jetzt müssten wir nur noch Crit haben und dann, ne, dann wäre der Hokage useless, weil der macht ja sowieso keine Crits, also Crit Schaden und Crit Damage. Jetzt wisst ihr auch eventuell, warum ich es nicht skill, ne? Eventuell ist es ein Fehler, weil die anderen natürlich alle von Crit profitieren, aber das sage ich einfach nie. Was? Das sage ich einfach. Und da bin ich einfach so und dann sage ich das einfach und kannst auch nichts machen. Es sei denn, nicht in den Kommentaren beschweren. Und das könnte ja sogar was bringen. So. Wir nehmen Schaden, aber das interessiert einfach keinen, weil wir nehmen so wenig Schaden. Ich weiß gar nicht, wie viel machen die uns? 10 oder 5? Nee, mehr schon. Schon mehr, glaube ich. Sollen wir uns mal hitten lassen? 32, doch. Ist eigentlich. Ist schon in Ordnung. Aber der ist auch relativ stark, der Gegner, beziehungsweise. Von dem lässt man sich nicht hitten, weil er. Ja, ist sau langsam, ganz ehrlich. Gibt's doch zu, der ist doch langsam. So. Geht's da irgendwie noch weiter? Ganz kurz meinen Tab drücken. Aha, wo bin ich? Da bin ich. Okay, nach rechts muss ich gehen und dann nach rechts durch, nochmal nach rechts durch, nochmal nach rechts durch und dann nach unten. Okay, nach rechts durch. Ach, da kann ich wieder nicht hin. Toll. Dann nochmal nach rechts durch. Dann, ach, hier ist ein Brunnen, cool. Nochmal nach rechts durch. Ah ne, hier sind wir schon nach unten, oder was? Ach, ist hier, ach, da ist schon wieder so ein Mini-Teil. Habt ihr gesehen? Da war schon wieder so eine Lücke. Ja, da war sie auch. Und hier führt uns natürlich direkt an den Princess Journal, was keinen interessiert. Ganz ehrlich, nee, das lockert nicht mal die Runs auf. Das tut sie im Prinzip nur versteifen und dafür sorgen, dass ich rauskomme und mein, ja, ganz klar. Und Blueprint. Geld. Naja, auch gut. Und das sind die bösen Boss-Monster. Ich frage mich, wie viel Schaden ich den drück. Aber hier scheint es irgendwas zu geben. Ne, die machen, glaube ich, relativ viel Schaden. Das will ich eigentlich jetzt nicht mal, über mich ergehen lassen. Ich glaube, die sind eher für den späteren Spielverlauf. Ja, mein Freund, ne? Kannst da vor dich hinwackeln. Aber irgendjemand muss das verwackelte Bild richten. So ist das nun mal. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ist doch nicht so, oder? Als ob halt. Junge, willst du mich jetzt voll verarschen, oder was? Ganz ehrlich, was war denn das da gerade für eine Verarsche? Ja gut, geht so, wir sind wieder fast voll. Also dieser Hokage, ja, der ist einfach ein ganz böser, der ist ein ganz schlimmer Finger, ja. So, da geht's wieder nicht lang, das heißt, wir müssen hier wieder den ewig weiten und schmerzhaften Weg auf uns nehmen. Den beschwerlichen Weg durch die Gänge und die Kanalisation. Also, man könnte sich jetzt natürlich auch mal fragen, wie groß ist denn das Schloss, wenn da ein Wald mit drin ist und ein nebliges, was weiß ich was. Also, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Kriegen wir keinen Schaden. Okay, ich will da nicht durch. Okay, wo bin ich safe? Nirgends, das ist nicht so toll. Gibt das Ding wenigstens vernünftig? Nein. Nein, nein, nein. Die Antwort auf diese Frage ist einfach nur nein. Und man lässt es liegen. Ja. Ja, ja. So sieht's aus. Ja, dann gehen wir einfach ein bisschen hoch und runter. Und ich weiß doch selber nicht, wo wir hingehen. Ist das hier schon Nebel? Ich glaube schon, ne? Na, einfach mal kurz schauen. Aha, okay. Wir sind mal wieder in die Sackgasse reingetappt. Und das heißt, für uns nach rechts geht's. Sind wir jetzt No-Foot-Pulse? Ja, wir sind No-Foot-Pulse. Stimmt, die habe ich ja verpennt, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gefailt und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hä, wo wohnen jetzt? Also wir sind da und wir müssen jetzt... Ja, okay, und dann ganz nach rechts, okay. Ja, das ist natürlich super, ne? Also hier umherzurren, ich glaube, wir waren bei dem Brunnen jetzt schon einige Male. So, hier kann man ja natürlich runter, ne? Ja. Das ist immer wieder schön. Ja, wer macht denn auch so einen Blödsinn und tut die Fairy Chest
genau da, wo man nach oben gehen muss. Dann sieht man es auf der Karte halt einfach nicht. Ja, so, ne? Also du musst da irgendwo jetzt durch eine Wand durch. Aber da, das geht nicht, ja, mein Freund. Da hast Pech gehabt. So sieht das für mich aus. Das bedeutet das für mich. Und ich will hier nicht rein. Ich will hier einfach nicht rein. Ich will in den Wald, aber nicht in den Nebel. Defeat all enemies. Ja, genau. Genau, jawohl. Ist ja mal wieder so eine ganz lustige Chest. Und hier auch. Ach, seid ihr nicht alle witzig. Ach man, ganz ehrlich, immer das Gleiche. Hier wird man verarscht, wo es nur geht, ja. Nö. Man könnte sich jetzt fragen, wie zum Geier trifft der da von da oben, ja? Wie ist das möglich? Aber das, die Frage erübrigt sich dann irgendwann mal, wenn man sich denkt, ah, weißt was, ich bin so oft gestorben, frag mal lieber nicht, mach mal einfach nur einen Run. Das ist vielleicht die sinnvollere Antwort. So. Und ja, keine Sorge, Freunde, ich lasse doch nicht diese wertvolle Chest da. Weil ich gerade gedacht habe, also voll hier, ne? Wieso nimmst du ja nicht die Chests? Also, das ist aber nicht ökonomisch, ja? Keine Sorge, dann muss ich euch enttäuschen. Ich habe natürlich dran gedacht, keine Sorge. Und wir sind schon wieder bei 4000 Gold, das ist.